dein Milchpreis ist bei den immer weiter steigenden Kosten viel zu niedrig. Aber wie hoch müsste er denn sein, damit du alle Kosten, deine Privatausgaben und den Kapitaldienst bezahlen könntest? Das schauen wir uns gemeinsam mit Steuerberater Arne Suhr in den nächsten Folgen für einen Milchviehbetrieb mit 200 Kühen an. Er war Gast in meiner neuen Milchviehberatung und zeigt, wie einfach der Jahresabschluss dir dabei hilft. Wie viel Schulden ein Betrieb maximal machen sollte und worauf Bankberater besonders achten. Wenn du mehr über meine neue Milchviehberatung erfahren möchtest, klicke auf den Link, den ich jetzt einblende. Und jetzt sei gespannt, denn heute geht es um das Thema. Insofern als Fazit, die Auswertung des Jahresabschlusses ist vor allen Dingen für einen persönlich, für den Landwirt selber, ein wichtiges Tool. Das ist nicht für das Finanzamt da, der Jahresabschluss ist nicht für die Bank da. Die machen das, was man selber auch machen sollte. Die versuchen zu verstehen, was da passiert. Aber man sollte den Jahresabschluss für sich selber nehmen, um die wirtschaftliche Situation seines eigenen Betriebes zu erkennen und auf Basis dessen eben halt auch sich Gedanken zu machen, wie entwickelt sich das nach vorne, wo habe ich Veränderungen und wie wirken diese Veränderungen eigentlich. Der Betriebscheck ist dazu eben halt eine gute Möglichkeit, weil er eine gewisse Anleitung gibt, man nicht mit dem Taschenrechner selber hinrechnen muss, sag ich mal, hin und her rechnen muss, sondern ein Excel-Tool hat, wo man die Werte eintragen kann und dann daraus eben halt den notwendigen Milchpreis und die Veränderungen ein bisschen spielen kann. Was wäre, wenn ich jetzt 500 Liter mehr mache, 500 Liter weniger pro Kuh? Also da kann man relativ schnell ein wenig mitspielen. Und vor allen Dingen nicht nur die Ist-Situation checken, sondern eben halt auch zukünftige Entwicklungen abbilden damit, die man bereits jetzt weiß. Also Stichwort, das sind Beispiele, die musste ich als Steuerberater natürlich bringen. Umsatzsteuerpauschalierung fällt weg oder höhere Steuerlasten, dass man solche Dinge eben halt gleich mit berücksichtigt. Wenn du meine spannendsten Excel-Tools für Milcherzeuger kostenlos testen möchtest, klicke oben rechts und trage deine E-Mail ein. Unten rechts erfährst du mehr über meine neue Milchviehberatung und unten links siehst du noch mehr Videos für Milcherzeuger. Bis dann, dein Rainer Möller.